So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog. In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir den Ken Burns-Effekt in Magic's Web Designer für Bilder realisieren können. Ja, was ist der Ken Burns-Effekt? Ich habe hier meine kleine Demo vorbereitet, den Link packe ich hier unten mit rein, dann gibt es dann nämlich auch den Code, den wir dann im Anschluss brauchen. Ich aktualisiere mal die Seite hier, dann sehen wir das Ganze hier, wie das Bild hier drüben sich so langsam reinzoomt, so langsam vergrößert. Und das ist dieser Ken Burns-Effekt. Ist benannt nach Ken Burns, das ist ein Dokumentarfilmer, der macht so Dokumentarfilme und man kennt das sicherlich auch von so historischen Dokumentationen, wo es kein Bewegtbild gibt, sondern nur irgendwelche Fotos oder Bilder gezeigt werden und da wird dieser Effekt dann angewendet oder im Video gezeigt, um da so eine Art Bewegung zu simulieren, dass es nicht ganz so langweilig ist und man nur irgendein Foto zeigt. Ja, verlieren wir nicht viel Zeit und legen direkt mal los. Wie gesagt, den Code hier, das ist das, was wir dann hier gleich brauchen werden. Und ich habe hier mal in Magix eine unglaublich schöne Webseite hier mal vorbereitet und zwar einfach jetzt hier eine Vorlage von Magix genommen. Und zuerst wollen wir mal das Bild einfügen und dann sehen wir weiter. Das Bild fügen wir ein, indem ich jetzt hier mal einfach das Rechteck-Werkzeug hier verwende und hier einfach mal ein Rechteck aufzeichne. Ich mache das hier auch mal ein bisschen größer und hier wollen wir dann unser Bild einfügen. Ich kopiere jetzt hier mal den Code und zwar brauche ich hier diesen Code hier unten. Und zwar ist das ein Bild hier und wir sehen, das Ganze ist von einem Div-Element, den Ken-Div, also die Klasse ist Ken-Div. Da kommen wir dann gleich dazu, zu dem CSS-Code hier umrandet. Und ich kopiere mir den jetzt hier mal in die Zwischenablage, wechsle hier rüber und gehe hier auf die Eigenschaften von meinem Rechteck, was ich gerade gezeichnet habe. Und dann habe ich ja hier den Platzhalter und dann füge ich hier den HTML-Code hier ein. Zack. So, übernehmen. Okay. Und wir schauen uns mal kurz in die Vorschau rein, ob das Ganze auch funktioniert hat, ob da jetzt ein Bild angezeigt wird. Man sieht jetzt hier Vorschau mit Internet Explorer und siehe da, das Bild ist jetzt hier schon mal da. Aber es tut noch nichts, es ist noch nicht animiert. Da kommen wir nämlich jetzt dazu. Ich mache das mal zu, hier die Vorschau. Und dann kopieren wir uns hier diesen CSS-Code. So. Den kopiere ich mir mal hier komplett raus. Da sehen wir auch hier unser Ken-Div mit so Breitenangaben, Höhe und so weiter und so fort. Und hier unten haben wir dann auch unsere Animation hier in reinem CSS-Code. Und hier sehen wir dann 0% und 100% ist sozusagen der Start der Animation und das Ende der Animation. Und wir sehen hier, dass wir hier auf die 1,3-fache Größe halt skalieren. Das kann man dann auch entsprechend anpassen. Das heißt, hier wird das Bild 30% größer und stoppt dann an der Stelle. Und das kann ich dann eben hier auch entsprechend anpassen, diese Werte. Und hier oben im Prinzip das Gleiche. Okay, dann wollen wir das Ganze hier mal einfügen in Magix. Und zwar muss das in den Head-Bereich der Webseite, damit das Ganze hier funktioniert. Das heißt, wir gehen hier nochmal auf die Web-Eigenschaften und gehen dann hier auf den Reiter Webseite und hier können wir dann HTML-Code Head einfügen und hier füge ich einfach den Code dann hier an der Stelle ein, mit OK bestätigen und dann ist der Code beim Export dann mit im HTML drinnen. Ich mache wieder Vorschau und dann wollen wir uns das Ganze hier mal anschauen. Standardmäßig wird hier der Internet Explorer verwendet, der ist ja im Prinzip, naja, im Prinzip schon mehr oder weniger nicht mehr so wirklich vorhanden. Da funktioniert das Ganze nicht. Man sieht jetzt hier, da tut sich jetzt hier nichts, aber zumindest das Bild wird angezeigt. Anders sieht es aus, wenn ich jetzt hier den Chrome, Firefox oder Opera oder eben den Edge verwende, da funktioniert dann das Ganze. Ich nehme jetzt hier einfach mal den Edge und wir sehen jetzt hier, dass unser Bild sich so langsam vergrößert. Und so kann ich im Prinzip beliebige Bilder einfügen an Stellen, wo ich das Ganze haben will. Den CSS-Code, den muss ich nur einmal einfügen und dann eben an den entsprechenden Stellen dann das entsprechende Bild. Und so geht das Ganze in Magix. Wie gesagt, alles gibt es auch nochmal zum Nachlesen. Da packe ich den Link unten mit rein und da findet ihr dann auch den Code, den ihr dann entsprechend einfügen könnt. Und das war's auch schon, was ich in dem Video zeigen wollte. Bedanke mich fürs Zuschauen, sage Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom eKiwi-Blog.